Hallo und willkommen zur Live-Präsentation Quadriga Video High Definition. Okay, wie ist die Präsentation strukturiert? Quadriga ist seit über 20 Jahren die weltweit führende Archivlösung für die qualitätsüberwachte Medienmigration. Mitte der 90er Jahre, dass IAT auf uns zugekommen ist und uns gebeten hat, mit ihnen eine Lösung zu suchen, wie eine qualitätsüberwachte Einspielung von Riesenbeständen an Senkelbändern in den Rundfunkhäusern passieren kann. Da geht es um bis zu 1 Million Bänder, die da eingespielt werden mussten, und das Ganze sollte qualitätsüberwacht werden. Heute, 20 Jahre später, haben wir nicht nur eine Quadriga Audio, wir haben eine Quadriga Video, wir haben eine Quadriga Film und heute stellen wir die Quadriga Video HD vor. HD? HD? Das klingt irgendwie auch schon nach vor 10 Jahren. Heute wird über 4K, 8K gesprochen. Ja, es gibt einen kleinen Unterschied. Wir machen HD lossless. Wir machen HD 4 Streams. Und das wollen wir euch auch gleich mal zeigen, wie wir das machen. Was macht eine Quadriga-Technologie so einzigartig? Warum ist das seit 20 Jahren der führende Standard? Das Erste und Wichtigste ist erstmal, dass die Quadriga als Archivsystem Archivformate unterstützt, die eben unkomprimiert sind. Das haben wir bei Audio gemacht, das machen wir bei Video und das machen wir bei Film. Wer das nicht möchte, für den können wir auch das Video packen, sprich mathematisch verlustfrei komprimieren. Damit sind wir relativ einmalig, denn ich kenne keine andere Lösung, die in der Lage ist, ein uncompressed Video für 4 Files von 4 Maschinen gleichzeitig in JPEG, in FFV1 oder uncompressed zu unterstützen. All das machen wir, damit wir Übertragungsfehler erkennen, vermeiden und wenn sie nicht vermeidbar sind, sie eben sicher erkennen und sie auch sicher von Medienfehler zu unterscheiden. Das Problem ist, dass andere Lösungen eben nicht unterscheiden können, ist der Fehler nun beim Transfer passiert oder ist der Fehler schon auf der Videokassette so vorgekommen. Das ist aber enorm entscheidend, wenn es eben um qualitätsüberwachte Archivierung geht. Wir können mit der Quadriga immer mindestens 4 Maschinen gleichzeitig steuern. Auch das ist gerade bei der Quadriga HD jetzt wirklich eine Riesenherausforderung. 750 Megabyte Input, 750 Megabyte Output und dann noch jedes Pixel angucken und gleichzeitig noch einen Stream abspielen. Das ist der Grund, warum Quadriga HD erst heute kommt und nicht schon vor 10 Jahren da war. Weil es gäbe gar keine Rechnertechnologie, die bezahlbar gewesen wäre, das schon vor Jahren zu machen. Und es geht natürlich darum, dass wir den Prozess automatisieren wollen, dass wir diese technischen Metadaten produzieren wollen, die dann auch archiviert werden und den Prozess sauber dokumentieren. All das ist nicht viel wert, wenn es isoliert ist. Es muss gut eingebunden sein in ein Asset-Management-System, eine Archivlösung. Und auch die gibt es bei uns um die Quadriga herum gebaut. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Stefan Zachau und möchte jetzt ein paar Dinge über unsere neue Quadriga Video HD erklären. Das zusätzlich zu den bisher vorhandenen SD-Profilen in PAL und NTSC jetzt auch High-Definition-Profile vorhanden sind. Das Tolle an der Quadriga ist, dass ich auch SD- und HD-Betrieb mischen kann. Wir können an dem Module-Switch hier unten den Status der Maschinen einsehen. Wir sehen, dass jetzt alle Maschinen im Rekordstatus sind. Das heißt, wir haben 4 parallel laufende Migrationen. Wenn ich jetzt die Module umschalte, dann sieht man, dass Bild und Ton wechseln. Und es ist immer das Modul, was gerade aktiviert ist. Im Programm sind im Grunde kleine Fenster, die frei positioniert werden können und auch in der Größe frei justiert werden können. Ein einfacher Doppelklick auf einen Eintrag
lokalisiert das entsprechende Frame und so kann ich die Einträge der Reihe nach durchgehen. So werden beispielsweise Black Frames, ein Doppelklick hier, lokalisiert das entsprechende Frame, es ist schwarz. Es werden Videopegel über- oder Unterschreitungen, die außerhalb der gewählten Toleranz liegen, angezeigt über Super White und Super Black. Im Grunde setzt sich dieser Report zusammen aus Einträgen, die von Quadriga erzeugt wurden. Das sind diese blauen Schmetterlings-Events. Und wenn wir im Report weiter scrollen, sehen wir hier weitere grüne Events. Das sind die, die vom Workflow-Processing erzeugt wurden. Jedes Event, das sich in dem Fehlerreport befindet, wird hier entsprechend in der Zeitleiste eingetragen. Wir können auch das File lokalisieren, einfach durch einen Doppelklick. Es gibt weitere Widgets, wie beispielsweise ein Lupentool. Hier wird im Grunde in Abhängigkeit von der Position der Maus ein Extrafenster dargestellt, in dem ich einen Zoom-Faktor einstellen kann, um ja, Details genauer betrachten zu können. Dazu können wir uns einmal die Workflow-Status-Page anschauen. Das sind im Grunde Informationen über die Files oder die Einspielungen, die durch das System gelaufen sind oder die gerade noch durch das System laufen und noch nicht abgeschlossen sind. Und dazu haben wir also hier in der ersten Spalte ganz simpel den Dateinamen beispielsweise. Was Trusted Playback auch leistet, ist, dass jedes File, das durch den Workflow läuft, wird, nachdem es sämtliche Analyseschritte durchlaufen hat, untersucht auf die Fehler, die aufgetreten sind. Ist die Quadriga Video HD bereits lieferbar? Die Frage kann ich beantworten. Die ist einfach. Ja, ist einfach zu beantworten. Ja, sie ist lieferbar, sie kann ab sofort bestellt werden.